Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Bei. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Thank you.
das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber der sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai?
Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Ich will nur den Rucksack, sonst nichts. Ich hab ihn. Okay, jetzt zurück zu Roth damit.